Gerade in Zeiten prekärer Energieversorgung ist der effiziente Einsatz von Energie entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Heute sind Unternehmen mehr denn je gefordert, ihre Gebäude und Produktionsanlagen nachhaltig und energieeffizient zu betreiben. Im Rahmen des Effizienzforums 2022 zeigten Engie Refrigeration und Condair zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Luft-, B- und Entfeuchtung sowie der Kälte- und Wärmeerzeugung. Ich möchte sagen, nach wirklich 2 Jahren, glaube ich, ist jeder froh, dass man sich mal wieder treffen kann, dass man sich austauschen kann. Dass wir endlich wieder was veranstalten können gemeinsam. Es ist auch ein tolles Gefühl, hier vorne zu stehen, vor so vielen Gästen, endlich wieder. Welche Funktionen und welche Leistungseigenschaften muss die Anlage bereitstellen, damit sie die Nutzererwartungen erfüllt? 2017 wurden 2,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent in Fahrzeugen und stationären Kälteanlagen verwendet. Aber das ist eben auch ein wichtiger Indikator oder eine wichtige Größe, wenn wir Richtung zukunftsfähige Wärmeversorgung denken, das Thema erstmal zu versuchen, die Wärme, die wir benötigen, auf ein Minimum zu reduzieren bzw. effizient zu nutzen. Könnte man sich natürlich jetzt fragen, ja, warum soll ich überhaupt einen Adsorptionstrockner einsetzen? Kondensations- und Feucht ist ja viel effizienter. Es hängt eben einfach vom Einsatzbereich ab. Das abschließende Networking-Dinner diente dem Gedankenaustausch und brachte die Unternehmen der Branche näher zusammen.